Der Klassiker. Ihr wollt eine wissenschaftliche Arbeit schreiben oder ein Referat halten und wieder einmal stellt sich die Frage, was darf ich eigentlich zitieren? Welche Quellen sind seriös? Eine allgemeine Antwort könnte lauten, Quellen für wissenschaftliche Arbeiten müssen sowohl zitierfähig als auch zitierwürdig sein. Aber was heißt das? Naja, die Begriffe Zitierfähigkeit und Zitierwürdigkeit werden auch in der Wissenschaft oft synonym verwendet, manchmal auch zusammengefasst unter einem der beiden oder auch unter Zitierbarkeit. Das klingt erstmal verwirrend, läuft aber aufs Gleiche hinaus. Zur besseren Illustration behandeln wir die beiden Begriffe getrennt. Los geht's mit der Zitierfähigkeit. Damit ist nicht gemeint, ob jemand zitieren kann oder nicht. Unter Zitierfähigkeit versteht man, dass eine Quelle zugänglich und überprüfbar ist. Das heißt, sie muss entweder als Printmedium oder online in irgendeiner Form publiziert worden sein, sodass die Leute, die eure Arbeit lesen, jederzeit die darin verwendeten Quellen einsehen können. Außerdem müssen alle zum Zitieren wichtigen Informationen wie Autor, Autorin oder Erscheinungsjahr angegeben werden können. Unveröffentlichte Hausarbeiten oder Referate, Vorlesungsunterlagen, Mitschriften, E-Mails, Gespräche. Zur eigenen Information sind diese Quellen vielleicht hilfreich, aber zitierfähig sind sie nicht. Um Quellen auf ihre Zitierfähigkeit zu überprüfen, kann man sich also folgende Fragen stellen. Kann jeder auf diese Quelle zugreifen oder nur ich? Kann ich die Quelle korrekt und eindeutig zitieren? Sind die W-Fragen beantwortet? Also wer, wo, wann, etc. Nun zur Zitierwürdigkeit. Bei der Zitierwürdigkeit geht es darum, vor der Verwendung von Quellen zu überprüfen, ob diese den qualitativen Anforderungen einer wissenschaftlichen Arbeit gerecht werden. Diese Definition ist von Wikipedia und damit schon mal nicht zitierwürdig. Aber für dieses Video reicht's. Für wissenschaftliche Arbeiten kommen natürlich auch nur wissenschaftliche Quellen in Frage. Also zum Beispiel Fachbücher und Artikel in Fachzeitschriften oder in Sammelwerken. Oder auch fachliche Nachschlagewerke wie Handbücher, Fachwörterbücher und Fachlexika. Diese Quellen haben in der Regel ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen. Peer-Review bedeutet, dass neben dem Autor oder der Autorin auch noch andere Fachleute eine Arbeit kritisch begutachtet haben. Die vorgebrachte Kritik muss ernst genommen und Fehler korrigiert werden, bevor die Arbeit publiziert wird. Das soll verhindern, dass Personen, auch wenn sie vielleicht einen Doktortitel haben, in ihren Arbeiten einfach nur irgendwelche Behauptungen aufstellen. Auch kann es Aufschluss über die Qualität einer Arbeit geben, wenn man sich ansieht, ob diese von anderen Fachleuten oft zitiert wurde, ob ihr also in wissenschaftlichen Kreisen eine Bedeutung zugemessen wird. Wobei auch das nur ein Anhaltspunkt ist, da sich von der Quantität der Zitate nicht automatisch auf die Qualität der Quelle schließen lässt. Quellen, die zwar wissenschaftlich, aber veraltet sind, sollte man allerdings vermeiden. Ob eine Quelle veraltet ist, sieht man ihr zwar nicht immer auf den ersten Blick an, aber je nach Fachrichtung ist von Quellen, die älter als 10 Jahre sind, nach Möglichkeit abzusehen. Pi mal Daumen. Unwissenschaftlich und damit nicht zitierwürdig sind populäre Sachbücher, Zeitschriften und Zeitungen, allgemeine Nachschlagewerke wie zum Beispiel Enzyklopädien oder Lexika, Ratgeber, Belletristik, Schulbücher oder Erklärvideos wie dieses hier. Wenn ein Unternehmen Informationen in Form von Zahlen oder Statistiken über sich selbst publiziert, können diese zitiert werden unter dem Verweis nach eigenen Angaben. Zur Überprüfung der Zitierwürdigkeit kann man sich folgende Fragen stellen. Ist meine Quelle in einem wissenschaftlichen Medium, das heißt unter anderem mit Durchlaufen eines Peer-Review-Verfahrens, publiziert worden? Findet die Quelle in anderen wissenschaftlichen Arbeiten Beachtung? Ist die Quelle aktuell? Damit werden die Begriffe Zitierfähigkeit und Zitierwürdigkeit geklärt. Na dann nichts wie los. Obwohl, in der Praxis gibt es dann doch ein paar Ausnahmen. Die Auswahl der Quellen ist natürlich immer auch eine Abwägungssache und abhängig vom Zweck und dem Thema einer Arbeit. Ist die Quelle selbst der Gegenstand der Arbeit, muss sie natürlich verwendet werden. Also zum Beispiel bei einer Arbeit über die Berichterstattung im Spiegel darf natürlich aus der Zeitung zitiert werden. Manchmal soll ein Zitat auch nur einen bestimmten Aspekt, zum Beispiel einen gesellschaftlichen oder geschichtlichen Hintergrund illustrieren. Auch dann kann eine Quelle zur Hilfe genommen werden, die eigentlich nicht als zitierwürdig gilt. Dabei muss jedoch immer klar erkennbar sein, dass diese Zitate nicht als wissenschaftliche Belege angeführt werden. Fassen wir das nochmal zusammen. Quellen für wissenschaftliche Arbeiten müssen zitierfähig sein, das heißt nachvollziehbar, überprüfbar und veröffentlicht. Zusätzlich müssen sie außerdem zitierwürdig sein, also seriös, wissenschaftlich und aktuell. Nur wenn beide Kriterien, Zitierfähigkeit und Zitierwürdigkeit, erfüllt sind, darf die Quelle verwendet werden. Ausnahmen können gemacht werden, wenn die Quelle Gegenstand der Arbeit ist oder einen bestimmten Aspekt illustrieren soll, ohne dass sie einen Beleg für eine These darstellt.
Damit es dabei nicht zu Missverständnissen kommt, ist es wichtig, die Quellen klar zu kennzeichnen. So, das wär's. Mit diesen Infos kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Check.